weil eigentlich darf natürlich gar keiner in dieser Sperrzone sein. Aber wenn es um Geld geht, dann gibt es auch mal die ein oder andere Lücke, Ausnahme, beziehungsweise Leute lassen sich auch gern mal mit dem ein oder anderen Geschenk bestechen. So, alles gut bei euch. Schön, schön, gut. Dann gehen wir zurück zu Sidorovic, dem Händler. Nee, Grigorovic. Heißt der Grigorovic? Ich sag immer Sidorovic. Muss ich jetzt mal drauf achten, wenn ich dem meine Mutter vor die Stirn schmeiße. Ah, kann ich gar nicht. Ich wollte ihm jetzt gerade mal die Mutter dahin schmeißen. Hallo. Du bist also zurück. Ja, ich bin zurück. Schöne Musik und auch ein schönes Asus-Notebook. Ja, da guckt er. Jo, könnten wir dann reden? Sei gegrüßt, Gezeichneter. Hast du es geschafft? Natürlich, gar kein Problem. Die Jungs haben mir super geholfen. Das Laufwerk, ja, das ist hier. Das habe ich mir in die Hosentasche gestopft. So, ja, erste Mission erfolgreich beendet. 1500 Rubel haben wir bekommen. Das Laufwerk abgegeben und Informationen vom Speer beschaffen. Genau, den haben wir erfüllt und Sidorovic ist glücklich. So, jetzt können wir uns natürlich weitere Aufträge suchen. Ich brauche einen Auftrag, Spezialaufträge. Hör zu, Gezeichneter. Ich habe nachgedacht. Das ist mein Angebot. Ganz allgemein gesprochen musst du vor allem Strelok finden, stimmt's? Ja. Genau, Strelok müssen wir finden, das ist unsere Hauptaufgabe. Wir sind der Gezeichnete, weil wir, ich glaube, diese Stalker-Tätowierung auf dem Arm haben, was nur richtige Stalker haben. Das gibt's über Strelok zu sagen. Es gibt einen Stalker dieses Namens. Man sagt, er hätte einen Weg in die nördlichen Bereiche der Zone gefunden. Das ist jungfräuliches Gebiet, eine wahre Goldgrube voller Artefakte. Ja. Wie dem auch sei, ich kann dir helfen, ihn zu finden. Aber du kannst dir sicher vorstellen, dass das nicht umsonst ist. Du wirst es abarbeiten müssen. Aber auf lange Sicht profitieren wir beide davon. Du entsorgst diesen Strelok-Typen und findest heraus, was mit dir passiert ist. Und ich? Nun ja, ich bekomme meinen Teil unseres gemeinsamen Profits. Also, was sagst du? Deal? Deal? Ja, klar. Naja, wie ihr seht, wir müssen Strelok finden. Strelok, den Stalker. Der ist wohl ein wenig tiefer schon in die Zone vorgedrungen. Wir müssen jetzt also weitere Informationen finden und uns irgendwie ausrüsten. Weil so, wie wir im Moment ausgestattet sind, können wir natürlich nicht in die Zone dringen. Weil umso weiter wir, oder umso näher wir an das havarierte Kraftwerk kommen, umso gefährlicher wird es, die Anomalien, die Strahlung, alles ist höher, schwieriger. Es gibt noch gefährlichere Monster und Mutanten. Insofern sollten wir uns erstmal gut vorbereiten. Also erzähl doch mal weiter. In Ordnung, hör zu. Du bist auf Geschäfte aus, das kann ich sehen. Und ich meine, wir brauchen Typen wie dich. Wir versuchen uns gerade mit anderen Händlern zusammen an einer Untersuchung. Wir wollen eine Route in den Norden eröffnen, direkt ins Zentrum der Zone. Aber irgendjemand oder etwas in der Nähe des Zentrums versucht uns aufzuhalten. Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel dieser Strelok es geschafft hat, da durchzuschleichen. Es gibt da dieses Gebiet, in dem dein Hirn zu kochen anfängt. Echt unheimlich da. Naja, um die Sache kurz zu machen. Ein paar Jungs haben diese Stirnacken für mich ausspioniert, nicht weit von hier. Anscheinend haben sie drüben im Agroprom-Forschungsinstitut etwas rausgefunden, etwas Großes. Ich bin mir sicher, dass es mit dem Zentrum der Zone zu tun hat. Aber egal, was auch immer sie herausgefunden haben, es wird irgendwo im zweiten Stock des Instituts unter Verschluss gehalten. Und wir brauchen das Zeug wirklich dringend. Verstehen wir uns? Ja, ich denke, wir verstehen uns ganz gut. Ne? Wenn du die Aktenmappe hast, bring sie ja nicht hierher. Bring sie direkt zum Wirt. Er betreibt die Stalker-Bar, das 100 Rad. Ich lade dir die Koordinaten auf deinen PDA. Alles klar? Ja, alles klar, verstanden. Vielen Dank. Genau, unser PDA. Du musst nach Norden gehen, über die Müllhalde und danach in Richtung Westen. Noch ein paar Kilometern kommst du zum Agroprom-Forschungsinstitut. Sei vorsichtig. Das Strahlenniveau ist auf der Müllhalde wahnsinnig hoch.
Du solltest also irgendwas zum Dekontaminieren schlucken. Oder wenigstens ein bisschen Wodka. Viel Glück. Wodka, Wodka, Niette, da. Hast du irgendwelche Spezialaufträge? Ja, wir können natürlich jetzt noch Spezialaufträge annehmen oder normale Aufträge. Wir können dann irgendwelche Viecher, Monster, Mutanten jagen, um uns dann Geld und Ausrüstung zu verdienen und so weiter und so fort. Aber wir haben ja im Moment unseren Auftrag. So, bis dann. Wir sehen uns wahrscheinlich nochmal. Viel Spaß mit deinem Asus Notebook, ne? Alles klar, dann bis später. Nun, schnapp etwas frische Luft und dann komm rein. Ja, machen wir. Oh, das Wetter ist auch ein bisschen dunkler geworden. 200, knapp 300 Meter haben wir jetzt vor uns. Ja, Strelok finden. Wir müssen jetzt diese Mappe wohl finden mit Informationen, die uns dann immer weiter und immer tiefer in die Zone führen wird. So, speichern wir nochmal kurz. Oh. Da ist wohl gerade ein Wildschwein in so eine Falle da hinten geraten. Und ihr seht, mehr oder weniger kann man, ja, man kann die Welt nicht komplett frei erforschen, aber halt ziemlich große Teile davon. Ab und zu muss man natürlich mal speichern, kommen natürlich Ladepausen. Oh, ihr seht schon, hier gibt es richtig viele Anomalien. Muss ich jetzt mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe. Ja, das wäre natürlich ein bisschen blöd. Wir müssen zum Bahndamm. Den seht ihr ja auch schon da hinten. Nee, ihr könnt den, glaube ich, noch nicht ganz sehen. Hier müsste irgendwo, glaube ich, da hinten sein. Ich habe das Spiel, wie gesagt, vor langer Zeit mal gezockt. Hubschrauber? Hubschrauber! Oh ja, ein Hubschrauber. Wo will der denn hin? Ja, das Militär überwacht hier alles ziemlich gut, aber nicht gut genug. So, jetzt warten wir da hinten erstmal auf den Bus. Ach, da hinten ist noch der Parkplatz, wo wir eben den Nimble befreit haben. Bus, ja, wann kommt denn der Bus? Ich muss mal kurz gucken. Oh, ich glaube, hier kommt kein Bus mehr. Mist. So, da hinten ist der Bahndamm. Da müssen wir irgendwie durch auf die andere Seite. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir denn da irgendwie durchkommen. La 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 la. Jo, da hinten ist der Bahndamm. Und das Militär bewacht natürlich hier auch wieder alles. Komm rüber und wir unterhalten uns ein bisschen. Wir unterhalten uns. Ansonsten schlage ich vor, du machst dich vom Acker. Vom Acker. Bevor wir böse werden. Böse werden. Okay. So. Hallo, ich bin der, der Gezeichnete. Weiß Bescheid. Hier ist Zutritt verboten, Stalker. Aber ich muss da rein. Dahin. Pech gehabt, Kumpel. Das ist 500. Ja, 500. Haben wir scheinbar. Ach ja, wir haben immer 1500 Rubel bekommen. So, hier, du Halsabschneider. Jetzt hört's gut zu. Wir tun einen Moment lang so, als wenn wir hier nur Moskitos und Schmetterlinge am Durchstehen dann, ja. Als gäbe es hier nur Moskitos und Schmetterlinge. Wenn man nicht lesen kann, dann hat man ein Problem. Was danach passiert, ist eine verdammte Angelegenheit. Alles klar, bis dann. Oh, blöde Autotür. Jo. Aber die scheinen ja die Engstelle doch ganz gut zu bewachen. Was stehst du da so rum, Stalker? Wenn du durch willst, komm rüber und wir unterhalten uns ein bisschen. Mit dir will ich mich ansonsten nicht unterhalten. Ansonsten schlage ich vor, du machst dich vom Acker. Bevor also, Gezeichneter, wegen Strelok. Ein Stalker namens Fox kommt von einem Überfall zurück. Sieht so aus, als hätte er eine echt schwere Zeit gehabt und bräuchte Hilfe. Er hatte irgendwelches Viehzeug am ganzen Körper. Sagte, er wird's nicht lange machen. Er könnte etwas über Strelok wissen. Du musst ihn sofort sehen. Hier sind die Koordinaten. So, da hinten, wo der Pfeil ist, muss ich wohl hin.
Da ist auch noch ein Stalker unterwegs. Und eine Anomalie natürlich mitten auf der Straße. Das heißt, wer einfach mal hier blindlings die Straße entlang geht, läuft dann mitten da rein und wusch und dann zack wird er auseinandergerissen. So, da hinten unser Auftragsziel. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal unsere Waffe. Irgendwie wollen die Frames gerade nicht. Die Frames brechen gerade so ein bisschen ein. Ja, könnten vielleicht mal sich ein bisschen, ja. Komm hier, warte mal, cool Frames. Hallo? Oh, da wird auch schon wieder kräftig geschossen. Musik, сюда! Was ist los? Achso, du wurdest hier wahrscheinlich von den Hunden gerade angegriffen, oder? Ein Medikit, gib mir ein... Oh, ich hab leider kein Medikit. Das tut mir echt leid. Ja, es tut mir ja leid. Ich verstehe dich leider nicht. Musik, сюда! Ah, ist klar, ja, wir gucken mal. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo ein Medikit. Oh, hier geht's aber auch ab. Ich höre hier schon wieder Hunde. Vielleicht finden wir hier ein Medikit? Hm, wir gucken doch mal. Was ist denn hier oben? So, die Leiter hoch? Wahrscheinlich nicht. Hm. Kann man hier irgendwie... Ne, ich glaube nicht. Hm, ich guck mal kurz, ob ich mit dem Messer... Ne, ich glaube, die gehen nicht kaputt. Geht doch mal kaputt. Da gibt's doch irgendetwas, glaube ich. Ach, da hinten ist noch eine Leiter. Ne, ist gar keine Leiter mehr. Ah, da muss man irgendwie lang. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt unser Medipack irgendwie finden, damit wir unserem Freund helfen können. Ja, Moment. Einen Moment. Wir gucken uns da hinten mal um. Ja, also ich muss mich entschuldigen, wenn die Frames hier manchmal einbrechen. Das liegt nicht an meinem Rechner. Das Spiel hat manchmal so ein bisschen seine Macken. Ich hatte schon früher also das Problem, dass es extrem hardwarehungrig ist und auch, glaube ich, ein bisschen schlecht mit den zugrunde liegenden Hardware-Ressourcen umgeht irgendwie, dass es nicht so ganz ausbalanciert ist. So, da laufen diese komischen Fleischdinger, heißen sie, glaube ich, rum. Die sind nicht wirklich gefährlich, aber man sollte schon einfach mal Hand anlegen und ja. Vielleicht finden wir hier ein Medikit, ein Medikit, ein Medikit. Wir könnten uns natürlich sonst auch bei einem Händler eins kaufen. Vielleicht hat der eins. Nee, das wäre natürlich super gewesen. So, hier ist keiner. Ich habe eigentlich keine Lust, zum Händler wieder extra zurückzugehen. Vielleicht haben wir da drin noch die Möglichkeit. Oh, ein Traktor. Oh, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Oh. Na, Mist. Ich hätte mal nachladen sollen. Wir haben ja immer nur zwei Schuss in der Doppelläufigen. Oh. Naja gut, die sind eher feige, ein bisschen scheu. Hier können wir zum Beispiel in so Tresor, Tresorschränken können wir unsere Sachen zum Beispiel lagern, zwischenlagern. So als kleines, Ach Mist! Hallo? Hab ich schon wieder daneben geschossen. Hm. Da hinten können wir übrigens auch, glaube ich, irgendwie durch. Da sind allerdings Blitzanomalien drin. So. Ich speichere noch mal kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jedes Mal durch den Bahndamm gehen kann. Ich glaube schon. Nicht, dass ich jetzt gleich nochmal was bezahlen muss. Dann bin ich jetzt nämlich gleich arm wie so eine Kirchenmaus. So, während wir jetzt hier stundenlang von A nach B huschen, um uns... Was stehst du da so rum? Achso, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Wenn du durch willst, komm rüber. Und wir reden. Ja, ja, wir reden dann. Ansonsten schlage ich vor. Wir könnten dir natürlich auch ihr Wodka klauen, aber ich glaube, da würden die relativ aggressiv drauf reagieren. Gerade wenn es um ihren Wodka geht. Ja, ja, kein Problem. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns auf dem Weg zurück zum Händler mal dieses kleine Häuschen hier an. Ihr seht auf der Karte, da ist auch ein Versteck. Irgendwo gibt es hier ein Versteck, wo wir dann ein paar Sachen finden können, wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen und hier irgendwie hochkommen. Ich muss mal schauen, wo wir hier am besten hochkommen. Nein! Wow, das war richtig knapp. Ah ja, hier ist doch eine Treppe. Dann nehmen wir uns die doch. Während die Frames hier lustig hin und her laufen,
Hier müsste das irgendwo sein. Ah, da hinten seht ihr schon die Kiste. Da ducken wir uns nochmal. Nicht, dass wir hier noch runterfallen. Einmal das zum Messer greifen. Weil wir es können. Nein. Ah. So, was hatten wir denn da jetzt alles? Auf jeden Fall ordentlich Munition. Genau. Ja. Gut. Medikit war leider nicht dabei, aber das kriegen wir auch noch hin. Was sind hier oben? Ach, nee. Zigaretten, die nehmen wir nicht mit. So. Hier wieder runter. So, während wir jetzt zurückgehen, kann ich ja nochmal so ein bisschen auf ein, gerade für die Stalker-Fans, ziemlich wichtiges Thema eingehen. Es gibt ja noch zwei weitere Teile. Neben hier Shadow of Chernobyl gibt es noch Clear Sky und ja, das etwas verbuggte Clear Sky und Call of Pripyat. Zudem sollte eigentlich noch ein zweiter Teil, also Stalker 2, erscheinen. Allerdings sind die derzeitigen Entwickler, also GC Game World, pleite gegangen mittlerweile. Und ja, wie es mit der Marke Stalker im Endeffekt weitergehen wird, weiß man noch nicht so ganz.